Hallo Ali und herzlich willkommen. Heute werde ich meine Flammkuchenserie fortsetzen. Heute werde ich einen ganz, ganz leckeren Flammkuchen mit Räucherforelle, Räucherlachs und Forelleneiern zubereiten. Dafür benötige ich heute ein Forellenfilet. Dann habe ich hier einige Lachsstreifen. Das sind so Bauchstreifen, die kriegt man relativ günstig. Ich habe dafür ein Päckchen 1,99 Euro gezahlt. Dann habe ich hier nochmal die Forelleneier, etwas Petersilie. Dann nehme ich nachher für die Creme einen Löffel bzw. zwei Löffel, das ist so nach Geschmack, Meerrettich bzw. Sahne-Meerrettich. Noch ein wenig Milch, um das ein wenig geschmeidiger zu machen, etwas streichbarer zu machen. Und etwas Salz, ganz wenig natürlich, weil der Fisch ist ja schon salzig. Und dann habe ich hier noch meinen Teigling, den habe ich nach meinem Grundrezept schon vorbereitet und ausgerollt. Den werde ich jetzt gleich belegen. Als erstes werde ich mir jetzt die Creme vorbereiten. Da kommt ein ganz klein bisschen Salz ran, da braucht man wirklich nicht viel, weil wie gesagt, der Fisch hat schon gut Salz. Ein bisschen Milch, ja, man kann auch Sahne nehmen, das braucht nicht viel sein. Dann kommt noch vom Sahne-Meerrettich, also ich nehme jedenfalls Sahne-Meerrettich, man kann auch normal nehmen. Ich gebe da ja heute mal zwei Löffel von rein und das Ganze wird dann erstmal gut durchgemengt. Ich bestreiche das immer relativ reichlich. Also ich habe jetzt hier 200 Gramm Creme Fraiche genommen. Das reicht also auf alle Fälle aus. Sollte noch ein bisschen übrig bleiben, kann man nachher noch so ein paar Tupfer oben drauf machen. Ja, das sollte schön gleichmäßig sein. Nicht, dass man irgendwo eine ganz dicke Stelle hat, auf der anderen kaum was ist. Aber so in etwa ist das schon okay. Als nächstes gebe ich jetzt von meiner Forelle hier rauf. Ich nehme das dann einfach immer so, zupfe das so ein bisschen in Stücke und lege das locker drauf. Das gleiche mache ich jetzt hier auch mit dem Lachs. Den zupfe ich auch in kleine Stückchen, lege den hier rauf. Ja, man kann also da auch durchaus anderen Fisch nehmen. Man könnte auch Aal nehmen, Räucheraal. Der ist natürlich erheblich teurer. Deswegen nehme ich immer diese Variante hier mit Forelle und mit Lachs. So, das war es jetzt auch schon. Die Petersilie werde ich jetzt noch klein hacken. Die kommt dann erst, wenn der Flammkuchen fertig ist, drauf. Genauso verhält sich das mit den Lachseiern. Die kommen auch erst drauf, wenn der Flammkuchen fertig ist. Ich mache mir das jetzt auf meinen Schieber hier rauf. Hoppala. Und bringe das dann raus auf meinen Pizzastein, auf meinen Grill. Das klappt wunderbar. So, den Grill habe ich schon mal auf volle Pulle angeheizt. Das heißt, der Pizzastein ist richtig gut heiß. Jetzt kommt da mein Flammkuchen drauf, wenn er dann hier runter geht. Ach je. Ja, das ist manchmal ein bisschen schwierig. So, jetzt kann das gute Stück hier so ja, 8 Minuten in etwa drauf bleiben. Und dann geht es weiter. So, jetzt sind etwa 10 Minuten vergangen. Ja, das sieht wunderbar aus. Das kann jetzt hier runter. Ich nehme dann gleich mein Holzbrettchen hier, lege da drauf und bringe das jetzt erstmal in die Küche. So, und dann wird als nächstes das Ganze ein bisschen belegt nochmal. Da kommen jetzt nochmal die Forelleneier rauf. Die verteile ich hier auch so ein bisschen in kleinen Portionen. Wer das nicht so mag, kann auch was anderes nehmen oder lässt das ganz weg. Ich finde, das passt hervorragend und sieht letztendlich auch sehr schön aus. Dann kommt noch die Petersilie, die habe ich mir hier schon klein geschnitten. Man könnte jetzt auch Dill nehmen, ich habe zurzeit keinen. Und ich muss auch sagen, mir persönlich schmeckt es mit Petersilie immer noch ein wenig besser. So, und dann nehme ich einfach hier meinen Pizzaschneider. Schneide das einmal längs durch. Und dann mache ich noch kleine Stücken daraus. Ja, man hört, der Teig ist also wunderbar knusprig. Es ist noch schön heiß. So wird es jetzt bei mir serviert. Dazu gibt es noch ein Schlückchen roten Sauser oder Federweißen, wie man gerne möchte. Und natürlich kann man auch einfach nur Wasser dazu servieren. Es schmeckt wirklich hervorragend. Man muss das auch nicht unbedingt auf einem Pizzastein im Grill machen. Wenn man einen Pizzastein hat, ist das immer von Vorteil. Kann man natürlich auch im Backofen machen, aber dann halt entsprechend gut vorheizen. So, nun bleibt mir nur noch einen guten Appetit zu wünschen. Vielleicht sehen wir uns bald wieder. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ja, und dann sage ich mal Tschüss.